Ich muss gestehen, dieses Level hat mich jahrelang verfolgt. Weil es hier was gab, mit dem ich nichts anfangen konnte. Beziehungsweise, ich kann schon was damit anfangen, aber ich bin nie auf der... Also, ich weiß nicht mehr, wer... Ich glaube, uns hat es da jemand gesagt, ist auf das Rätsels Lösung gekommen. Nein, das wollte ich nicht. Ach, egal. Weg mit dir. Ach, ich wollte den Geflügelhelm noch behalten. Na, ich hab da nach oben gedrückt. Jetzt. Wenn nach oben drückt, dann springt er ein bisschen höher. Ja, schon 14 Leben. Das geht ganz gut. Oh, sehr gut. Aber ich glaube, das nur um hier hochzukommen. Ich glaube, ich war zwischenspeichern. Yep. In irgendeinem Level werde ich es auf jeden Fall brauchen, tatsächlich. Oder als Vorsichtsmaßnahme nutzen. Aber an und für sich nehme ich es nicht, denn es kostet euch wirklich 10 Münzen. Und das summiert sich in den Leveln halt doch. Komm mal mit. Stirb. Yay. Katsching. Ey, bleib mal. Ach, egal. Ist das jetzt eigentlich wieder hier oben, das Vieh? Nö, das wird jetzt unten irgendwo rumhampeln. Das hier war's, glaube ich. Nee. Das hier war's. Im richtigen Sinne? Ja. Das hat uns jahrelang gefoltert. Wo ist das Ding? Genau hier hinter. Der zweite Schatz, den haben wir ewig lange nicht gebraucht. Es gibt auch ein paar, die sind schwer zu erreichen. Da weiß man, wo sie sind. Eine Harfe. Oder so ähnlich. Trubadecks Harfe. Schatz 2. Der dritte Schatz werden wir jetzt erst später holen, denn ich werde dann erst nach links zu diesem riesigen Eisberg gehen. Sind hier, also in diesen Dingern sind entweder 100 Münzen drin oder 3 Leben. Es sind 100 Münzen. Das heißt, ich werde versuchen, mein Geld dann zu verdoppeln. Das waren, glaube ich, wenn die euch erwischen, wenn die euch ranfliegen. Das sind fliegende Bomben. Nicht lustig, die bleiben an euch haften. Und das ist echt scheiße. Das Beste, was ihr machen könnt, eigentlich aus dem Gang rausrennen. Dann ist sie nämlich weg. Ich versuche es nochmal. Ja. Das ist schon mal ein guter Anfang. Wenn ich jetzt noch eins habe wenigstens, dann ist es schon mal gut. Dann haben wir schon mal Gewinn gemacht. Ich gehe nochmal an das. Ach, verdammt. Ich habe zwar ein Bauchgefühl, aber das... Es ist absolut sinnlos, man kann nie genau sagen, wo die sind. Es ist wirklich 50-50. Auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall Gewinn gemacht. Schade, wenn das zweite noch gepasst hätte. Es ist auch nicht immer links, rechts, links. Leider. Und 25, 250... Sind wir dann bloß auf 600 gekommen? 125 ist der Grundbetrag. 250? 500? Ne, 1000. Ja, dann braucht man 125. Doch, dann kommt man, müsste man auf 990 kommen. So. Wieder eine Besonderheit in diesem Level.
Denn der wird sich auch noch ändern. Oh, hätte mich beinahe erwischt. Die Dinger werde ich hier irgendwie verwöhnen, kann das sein? Es gibt eigentlich nur noch ein Level, glaube ich, in dem ich das hier brauche. Und also in dem ich es gerne hätte, sagen wir es mal so. Hau bloß ab. Toll, ist die Münze verschwunden wegen dir. Du Laffe. Das sollten wir uns auch mal merken, die Stelle hier. Wenn ihr da unten reinkommt, werdet ihr übrigens klein. Das sind ganz normale Stacheln, die sehen halt bloß ein bisschen anders aus. Das sind halt Korallen jetzt. Der Effekt ist im Grunde immer der gleiche. Mano. Mann, die wollen wirklich, dass man das hier nimmt. Auch unter Wasser kann ich nicht crouchen, das ist interessant. Ne, es gibt noch ein Level, in dem ich das brauche, tatsächlich. Fällt mir gerade so ein. Ah, da brauche ich es auch wieder nur an einer Stelle. Okay. Das ist aber dann ziemlich am Ende. Ich sehe den Sternenhimmel, Sternenhimmel, Sternenhimmel. Wow, wow. Dieses Spiel werden wir übrigens nicht mit einmal durchkriegen. Ach, wisst ihr was? War hier was Spielmitte? Ja. Aber die Frage ist, was ist hier unten? Oh. Nee, ist es mir nicht wert. Ist es mir einfach nicht wert. Daher wäre Fliegen nicht schlecht gewesen. Jetzt machen wir einen Megabaum auf Stampf. Oh, machen wir nicht. Denn da ist Wasser. Sehen wir schon was von drüben. Und noch eine Münze extra. Für was Süßes. Lass den Mist. Übrigens gibt es ein paar Gameboy-Spiele, die ihr empfehlen könnt. Ich meine, ich habe ja noch ein paar und ich habe auch noch ein paar, die ich gerne spielen würde. Viele muss ich mir noch kaufen, aber die wollte ich mir eh holen. Aber, wie es so schön heißt, Weihnachten kommt. Interessant, die Fähigkeit wirkt hier nicht, weil da Wasser drüber ist. Stirb. Pulverisiert. Pulverisiert. Da kann ich hier unten ran. Nein. Irgendwie ist es gestorben. Aha, einfach unten durchkommen. Übrigens, er sieht ein bisschen aus wie Mr. T mit seinem Kopfding. So. Ihr könnt übrigens links wunderbar eure Münzen opfern, indem ihr die runterschmeißt. Wenn ihr also meint, ihr braucht sie nicht, er zeigt mir schon wieder den Finger. Nein, ich weiß, er zeigt einen Daumen. Wenn ihr zu viel Geld habt, ihr könnt es da wunderbar runterschmeißen. Mehr als 99.999 ist nicht möglich übrigens. Also wir haben schon, sagen wir mal, wir haben schon 1.000stel erreicht. So denke ich auch immer, wenn es zur Rente geht, immer wenn ich 500 Euro spare, boah. 1.000stel habe ich erreicht von dem, wenn ich mich so ruhig kann, ich bräuchte 500.000. Das wäre schön. Ich erinnere mich wieder an diesen Level. Und vor allem die Musik ist auch teilweise echt schön. Ich muss auch die ganze Musik mal aufnehmen. Ah, so viel Arbeit. Und ich habe in letzter Zeit auch ein bisschen weniger Lust, Sachen zu tun einfach.
unabhängig, dass die Spiele geil sind, ich habe wirklich einfach weniger Lust und ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht kriege ich eine Depression. Ich neige öfters dazu, dass ich mal zwischendrin so keine Lust habe. Das ist sehr gemein. Nein! Ich sag doch, das ist... Haha. Festgeglitscht. Super. Renne ich schon wieder als Mr. T rum. Aber man kommt hier überall wunderbar trotzdem durch. Gab hier nur noch Herzen. Und Münzen ist ja wunderprächtig fein. Könnte ich glaube ich auch töten. Ach egal. Oh ja, das. Das ist mir auf jeden Fall lieber als so ein Kackherz. Schön, wie er sich da durchruft. Ich habe bei der Bundeswehr die Erfahrung gemacht, dass Robben nicht so leicht funktioniert. Es ist auch so, ich muss sagen, es ist wirklich ein... Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Okay, mega anstrengend. Ihr könnt auch drauf springen. Ah, oh, da passiert das, okay. Deshalb durfte man das also nicht machen. Hier war doch irgendwas. Ach, war das hier? Ich dachte, das war später. Gut. Nein, passt. Das kriegen wir schon noch hin. Ist eigentlich nicht schwer. Und wenn das Ding aufgeht, hält die Welt den Atem an. Gut, haben wir schon den nächsten Schatz. Eine Krone. Von unermesslichen Wert. Kennen wir alle, wer Sindbads siebte Reise gesehen hat. Ich glaube, es war Sindbads siebte Reise. Ist aber nicht C, oder? Doch, das war C. Okay, ich dachte mal, C war was anderes. Da habe ich das vollkommen falsch im Kopf. Oder war das H? Woran ich gedacht? Wahrscheinlich war es dann doch H. Ich sag, wenn es soweit ist. Wenn wir eigentlich in den dritten Level kommen, sag es mal so. Die Dinger sind sehr lustig. Draufspringen. Wenn ihr drauf springt, ändert es seine Richtung. Der Pfeil sagt euch, wo es hingeht. Eigentlich leicht zu kontrollieren. Muss halt ein bisschen aufpassen. Ich wollte gerade sagen, es bringt doch eigentlich nicht mehr so. Guck mal auf unsere Herzen. Immer 11. Supersterne sind echt selten in diesem, Mario Land. Und die Dinger gehen, glaube ich, kaputt, wenn man drauf tritt. Genau. Die werden wir noch häufiger sehen, sind sehr nervig. Hier war der Ausgang. Ich muss aber gestehen, jetzt muss ich einen anderen Weg auch nochmal nehmen. Einsichtig Münzen. Also ich will wirklich den anderen Weg jetzt auch nochmal laufen. Tut mir leid, das will ich jetzt unbedingt wissen. Da will ich noch nicht hin. Da müsst ihr durch als Lurch, wenn ihr ein Frosch werden wolltet. Mist. Ja, manchmal bin ich einfach daneben. Ich bin nicht unfehlbar.
Nach rechts gehe ich jetzt mal ausnahmsweise nicht. Wir kriegen auf jeden Fall sehr gut Leben dazu. Okay, so geht's auch. Yay, hier unten war doch auch noch ein Ausgang. Ach nee, es gab bloß den einen Ausgang. Okay, dann machen wir das hier schnell im Schnelldurchlauf nochmal. Aha, wenn ich nicht versuche auszuweichen, funktioniert es viel besser. Das ist auch gut zu wissen. Das Ding da drüben ist übrigens wieder aktiviert, aber wenn wir da jetzt dran springen, kommt einfach nichts raus. Halt. Ihr könnt sie übrigens auch nicht mitnehmen. So. Man kann sich wunderbar von rumchauffieren lassen. Sie können übrigens auch aus der Karte rausfahren. Das ist natürlich dann weniger schön für euch. Seht, da geht auch ganz schnell. Nicht den Turbo benutzen, der macht euch langsamer in der Geschichte. Ich krieg immer 11 dazu. Schön, dass es hier offen ist. Es könnte auch Lava sein statt Teer. Schwer zu sagen. Okay. Das war unnötig, dass ich es nochmal gemacht habe. Egal. Da ist der Tee. Der Tee-Pot leider gebrochen. Die sind toll. Reinwerfen? Das sind meine liebsten Geschöpfe in diesem Spiel. Größte Nachteil, den die haben, sind bei jeder Berührung sofort tot. Merkt ihr was? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Schon nochmal 91 Münzen. Sie sind sehr geldergiebig. Die sind wirklich tolle Geschöpfe. Geh trotzdem nochmal zu der, das ist leichter. Fütterungszeit, kleine Eule. Wir haben gerade echt viel Geld gemacht. Das hätte ich nicht gern haben. Wie sollte ich öfter. Hier hätte ich immer Geld farmen sollen. Das ist viel effizienter. Mist, das war blöd. Ja, sie schläft dann halt ein. Boah, wisst ihr was? Da brauche ich tatsächlich nur rein theoretisch zweimal auf das, auf das Geldding zu kommen. Ja, ich darf sie nicht berühren, weil sonst ist sie tot. Nö, ich bleib mal lieber dabei.
schon mal 261, das ist ja Wahnsinn. Und ich habe mich im einen Level immer so mit viel weniger begnügt. Ich glaube mit 125. Also das. Ah. Ich mag diese Geister auch nicht. Die werden wir später nochmal öfter sehen. Hier ist übrigens ein Helm zum Tranghandy schlecht, weil der... Da könnt ihr wunderbar euch tragen lassen. Das war jetzt echt Glück. Wenn ich es zu spät gemacht hätte, dann wäre es zappenduster gewesen. Die können übrigens was Tolles. Mit dem Säbel. Sie können auch wunderbar da drin sterben. Der löst sich interessanterweise auf. Ah. Ach, von mir aus. Nehmen wir den jetzt. Ui. Haben wir sie noch sterben gehört? Aber eigentlich jetzt machen müssen. Okay. Hat echt viel genützt, oder? Dass ich diesen Helm jetzt genommen habe. Ach Mann, oh. Was ist da drin? Ein Herz. So, nur dieser große Schalter. Was könnte der wohl bringen? Naja, der Tape-Pot ist runtergekommen. Ich versuch's nochmal. Wenn wir jetzt Glück haben, wir brauchen zweimal die Verbesserung. Okay, wir brauchen noch einmal die Verbesserung. Ich versuch's mal hier. Verdammt! Wir merken uns diesen Level einfach mal vor. Das dauert ewig. Da ich es eh nicht weiter bringe, gehen wir einfach mal. Ah, da kann man richtig Geld abstauben in dem Level. Wenn man es clever anstellt. Wie ihr da seht, ist der Boss erschienen. Der ist jetzt plötzlich da. Hm, hat sich ein bisschen verändert, oder? Okay, wir können so anders dran hängen, das ist gut. Oh, Mano. Brauche ich irgendwas zum Großwerden? Ja, das geht. Seht ihr, das da hinten hat sich jetzt total verändert. Kann ich auch? Ja. Das ist eine mega Verarsche. Ihr könnt es euch holen, diese zwei Münzen, aber ihr schafft es nicht mehr raus. Verdammt! Das wollte ich gar nicht. Ehrlich gesagt, für den Endgegner ist es am besten, wenn ihr Schussfeuerkraft habt, finde ich. Ja, solange sie sich noch nicht beruhigt haben, könnt ihr sie nicht effektiv töten. Was war denn da drin? Ah, nett. Sehr freundlich, sehr aufmerksam.
Ich glaube, da ging es zum Endgegner da unten. Ja. Ducken geht so schlecht. Hier war nichts weiter, oder? Nee. Genau, da war der Endgegner, hatte ich richtig im Kopf. Hat sich halt alles verschoben jetzt. Wir haben relativ wenig Münzen. Der Vorteil an diesem Gegner, hier kommt der Boss. Der Boss ist ein riesiger Stier. Ihr müsst ihn genau auf den Kopf treffen, nicht auf die Hörner, genau auf dem Kopf. Und dann müsst ihr ihn eigentlich nur in die Lava werfen. Andererseits, er wird euch aufspießen auf seinen Hörnern, beziehungsweise er wird euch hochheben und versuchen, die Lava zu schmeißen. Oh, das kommt jetzt schon. Nachteil in dem Ding, es hat eine, sagen wir mal, Nachladezeit. Und der ist ausbrennend, derzeit könnt ihr es nicht nachmachen. Der Würfel folgt uns, egal welches wir nehmen. Und haut dann hier unten wieder ab. Ist halt unspektakulär. Ihr könnt im Zweifelsfall aber auch einfach weitermachen. Das war's schon. Mann, wieso habe ich mich früher immer so schwer getan mit dem Geld? Wenn man klein ist, ist es schwerer. Wir versuchen es nochmal. Katsching. Setz mal einfach rechts dann nochmal. Ja. Ich wusste es. Wir nehmen nochmal rechts. Das dauert ewig. Sei nicht so traurig. Ja, natürlich. Ihr habt eine Chance von einem Achtel, dass ihr dreimal das Richtige habt. Die Chance, dass ihr zweimal hintereinander das Richtige nehmt, ist ein Viertel.